FC Kosmos Koblenz gegen den FV Engers in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Im Stadion Oberwert. Ja, es hat mich nach, dass ich knapp über 8 Jahren mal wieder hier hingezogen. Mein erstes Live-Fußballspiel war ja, und wer meine Videos schon beobachtet hat oder belauscht hat, weiß ja, dass ich schon ein paar Mal erzählt habe, dass mein erstes Live-Spiel ja ein Regionalligaspiel zwischen Plus Koblenz und Eintracht Trier hier in diesem Stadion war, was 1:1 ausgegangen ist. Und dann geht's auch mal direkt los hier in diese Partie und das mal direkt mit einem Freistoß hier, direkt nach, was weiß ich, 1-2 Sekunden. Ja, hier erwarten wir heute schon in diesem Derby hier schon ein sehr spannendes Spiel. Engers, eine allgemein sehr spannende Mannschaft gegen einen aufstrebenden Aufsteiger. Während Engers schon einmal gewonnen hat und einmal verloren hat gegen RW, hat Kosmos Koblenz nur einmal gespielt und hier in diesem Stadion mit 3:1 gegen Borlautern gewonnen. Das zweite Spiel gegen Mechtersheim, das wurde gar nicht ausgetragen erstmal, das wird noch nachgeholt anscheinend. Die genauen Gründe habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und hier kommt erstmal die erste Annäherung der Engerser, aber das wird einen Freistoß in die andere Richtung geben. Und jetzt auch mal Kosmos Koblenz, die sich jetzt auch mal nach vorne trauen, aber das ist erstmal noch ein bisschen zu durchsichtig, aber ist ja noch genug Zeit für beide Mannschaften hier, das wichtige Tor zu erzielen. Erstmal ein bisschen Gestochere da hinten, während Engers jetzt hier erstmal den Ball geklärt kriegt. So. Kleines Tänzchen hier vom Torhüter auf Höhe vom eigenen Fünfer oder im Strafraum hier. Also im weiteren Strafraum. Kosmos Koblenz kann sich jetzt erstmal oder versucht sich jetzt erstmal weiter in der Engerser Hälfte festzusetzen. Aber ich glaube, das wird trotzdem hier für Kosmos trotzdem, auch wenn sie so eine starke Offensive haben, gegen so ein etabliertes Oberliga-Team erstmal eine schwierige Partie, würde ich jetzt erstmal annehmen. Und ja, wirklich sehr stark besucht. Also laut Fußball.de waren beim Spiel gegen Morlautern hier in diesem Stadion tatsächlich wahrscheinlich nur laut Fußball.de nur 80 Zuschauer da. Jetzt sind es ein paar hundert. Ja, und jetzt nochmal so ein langer Ball in den Strafraum. Ja, nochmal so ein Gehacke da und Gestochere. Und die Kosmonauten kriegen es jetzt erstmal geklärt. Kosmonauten kriegen die Situation jetzt erstmal wieder bereinigt. Ja.
Herr Engers versucht jetzt auch nochmal, der erste Ansatz ist erstmal verpufft, aber der Ball landet immer aus. Ja, also jetzt sind wir ja noch sehr früh in dieser Saison, um erstmal vor allem die Schlüsse zu ziehen. Vielleicht werden sich nach einer Zeit erstmal die vermeintlichen Favoriten hier erstmal vielleicht ein bisschen abgesetzt haben in der Liga nach ein paar Spieltagen. Aber hier werden wir jetzt zu Beginn vielleicht erstmal noch ein paar ausgeglichenere Spiele sehen, bis sich das alles erstmal ein bisschen entwickeln wird, bis sich, wie gesagt, die paar Teams ein bisschen abgesetzt haben. Und jetzt hier mal Kosmos Koblenz. Ja, da kommen sie erstmal noch nicht zum Abschluss und versuchen da hinten den Ball erstmal weiter festzumachen. Da kommt die Reingabe und sie wird wieder rausgeschädelt. Druckphase jetzt hier erstmal von Kosmos. Sie werfen den Einwurf schnell ein. Sie wollen jetzt wahrscheinlich erstmal direkt wieder weiter versuchen, sich erstmal festzusetzen. Ja, und Engers kriegt den Ball jetzt an der Grundlinie erst wieder rausgeschlagen. Und schon gibt es hier den nächsten Einwurf. Ja, und jetzt kann Engers plötzlich vielleicht nochmal umschalten, aber auch dieser Einwurf, oder beziehungsweise lange Pass verpufft jetzt erstmal. Jetzt läuft Kosmos Koblenz erstmal wieder an und Engers kriegt den Ball jetzt erst wieder geklärt. Ja, das ist schon so ein bisschen das Spiel, so ein aufstrebender Aufsteiger gegen so einen etablierten Oberligisten. Aber trotzdem, auch wenn Kosmos Koblenz hier Aufsteiger ist, in Anführungszeichen natürlich, sollte Engers dieses Spiel hier natürlich nicht also einfach abstempeln. Selbst so ein Aufsteiger kann eine harte Nuss werden. Das hat man schon oft genug in Fußball Deutschland auch gesehen. Das ist doch noch so ein Spiel ohne ganz großen Highlights, aber es lebt schon hier von den Zweikämpfen und jetzt kommt hier nochmal Engers, die jetzt hier in den Strafraum eindringen und Kosmos kriegt es gerade noch geklärt im letzten Moment. Das kann sich einfach mal Engers mal das Spiel mal aufbauen, nachdem Kosmos Koblenz ja auch in den letzten Minuten gut angerannt ist und es selbst auch mal versucht hat. Ja, jetzt mal der erste Abschluss und das 1:0 von Engers. Boah. Ja, das war wieder so ein Tormoment, wo ich einfach wieder über die Kamera geguckt habe. Ja. Tor für den FV Engers durch die Nummer 7, Enrico Rösslein. Boah, aber ich müsste das auf jeden Fall drauf gehabt haben. 0-1. So, und es ist in meinem ersten dokumentierten Stadionbesuch im Stadion Oberwerth auch das erste dokumentierte Tor im Stadion Oberwerth. Und es war durchaus ein ansehnliches.
Also von hier oben habe ich vielleicht mal eine bessere Sicht. Das wäre eigentlich so eine Position, hey, so eine Stadionwalk-Position vom Simon hier eigentlich. Bewegt sich ja auch meistens mit dem Marcel hier ziemlich oft im Stadion hin und her. Ja, und Safet Husic, der den Ball jetzt erstmal irgendwie nach vorne geschlagen kriegt. Hier kriegen wir die Tore, wenn hier noch welche im Video fallen sollten, erstmal besser drauf. Ja, die Kosmonauten liegen das erste Mal überhaupt in der Oberliga zurück. Gegen Morlautern haben sie ja Gegentor ja erst gekriegt, als sie schon vorne gelegen haben natürlich. Und gegen Mechtersheim haben sie noch nicht gespielt. Und jetzt mal Kosmos Koblenz. Boah, der prallt da noch an einem enger Spiel ab, den ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hatte. Ich hatte nur den Kosmonauten am zweiten Pfosten gesehen. Jetzt mal diese Ecke hier für die Kosmonauten. Vielleicht können sie sich ja jetzt mal eine dicke Chance rausspielen. Ja, und der wird verlängert und der Ball segelt da durch den Strafraum. Kosmos Koblenz sucht den Passweg nach vorne, aber finden ihn erstmal nur über den Torhüter. Und dieser lange Ball wird rausgeschädelt, also Kosmos Koblenz. Gut, gegen eine erfahrene Engerser Defensive bisher noch ohne wirkliches Durchkommen. Ja, hat der Kosmonaut da vom Gegenspieler gestört, da kriegt diesen langen Ball nicht auf den Flügel. Das wäre eigentlich so eine Szene, die ich normalerweise eigentlich eher schneiden würde, aber heute läuft es einfach mal durch. Ja, und jetzt mal diese Konteraktion da hinten. Aber Engers kriegt es am Ende doch abgezockt hier irgendwie geklärt. Wobei es vielleicht doch kurz erst aussah, als würde man da im 2 gegen 1 oder im 2 gegen 2 da Richtung Safet Husic laufen. Jetzt nochmal Engers. Oh, da rutscht er einfach weg. Wir können da nichts weiter mit anfangen. Ja, und jetzt dieser hohe Pass hier in den Strafraum. Und da war keiner in der Mitte, der da irgendwas mit hätte anfangen können. Hand reklamiert jetzt erstmal. Während Kosmos Koblenz jetzt hier versucht umzuschalten. Liegt ein Engerser, wird glaube ich gerade abseits des Bildes, wurde er glaube ich über den Haufen gelaufen, so ein bisschen. Und der Assistent hebt die Fahne da draußen und es gibt diesen Abschluss. Engers kriegt da auch nicht wirklich die Ruhe, sich das jetzt hier rauszuspielen.
denn die Kosmos Koblenz läuft hier an. Und sie kriegen tatsächlich diesen Freistoß. Sie kriegen tatsächlich hier diesen Freistoß in einer sehr, sehr guten Position. Die Flanke kommt da rein und Ball lebt dann noch einigermaßen, wird jetzt aber rausgeklärt. Und dann geht der Ball jetzt hier von Einwurf raus und Kosmos Koblenz will das hier jetzt schnell machen eigentlich. Das wird hier womöglich diesen sehr langen Einwurf hier geben, so viel Anwurf wie, Anlauf wie der nimmt. Ja, der Ball jetzt erstmal nochmal rausgespielt und jetzt wieder reingeflankt. Da kommt der Abschluss und Safer Tuzic muss ein erstes Mal eingreifen in dieser Partie. Also so ein erstes Mal richtig eingreifen hier. Kosmos Koblenz versucht sich Engers da jetzt hinten erstmal wieder so ein bisschen zurechtzulegen. Aber bisher klappt das noch nicht, so wie sie es vielleicht aus der Bezirksliga und der Rheinlandliga gewohnt waren. Wo sie ja unter anderem letzte Saison die TuS Main noch mit 9:1 am letzten Spieltag besiegt haben. Oh, das sah auch für mich von hier auch nochmal wie ein Handspiel aus, eigentlich. Jetzt läuft Kosmos Koblenz hier wirklich mal wieder an, aber das einzigste so richtige Highlight bisher war das Tor von Enrico Rössler und jetzt werten sie es dann doch hier mit diesem Freistoß. Ja, Ball wegschießen, das wird glaube ich auch nochmal die gelbe Karte hier geben. Wir sind ja hier nicht in einem Testspiel, wo man das vielleicht nochmal gnädigerweise durchgehen lässt. Nee. Sind ja jetzt schon in einem Ligaspiel, auch wenn wir früh im Spiel sind, früh in der Saison sind. Das sollte man dann schon mal mit einer gelben Karte eigentlich bewerten, wenn das ein bewusstes Wegschießen vom Ball war. Aber gut. Achso, nee, dann haben sie den Ball zum so rausgespielt. Dann nehme ich die letzten paar Zeilen mal gerne wieder zurück. Ja, und Engers, die sich jetzt auch mal wieder schnell da durchkombinieren wollen. Und der Kosmonaut hat da einen Vorsprung. Ja, und Safer Tuzic mal wieder mit so einem langen Ball, der allerdings fast zum Bumerang geworden wäre. War auch nur fast. Und jetzt nochmal Engers hier mit der Chance zu erhöhen. Und Pfosten! Oh. Und hier geht ein Raun durchs Stadion. Ey, das war eine Traumparade, wenn da der Torhüter noch dran war. Boah. Zweites richtiges Highlight hier. Engers verpasst es, dank einer Traumparade hier auf 2:0 zu erhöhen. Sah fast, aber auch nur fast wie ein sicheres Tor aus. Aber dafür hat man ja schließlich einen Torwart, dass der einmal in 100.000 Momenten so eine Parade hier raushaut. Ja, und dann haben wir nach dem Tor auch mal wieder so einen sehr, sehr guten Moment hier auch mal im Video. Ist natürlich jetzt nicht wie in der Kreisliga, wo wir jetzt vielleicht alle 4 Minuten vielleicht mal
vielleicht eine gute Torchance haben oder eine strittige Situation. Und jetzt hier die Riesenchance, Cosmos Koblenz. Und die Gegentribüne raunt jetzt hier erstmal. Das ist die beste Chance jetzt für die Kosmonauten bisher gewesen. Und in vielleicht ein paar wenigen Fällen landet das auch im Endeffekt dann im Tor. Ich vergesse, dass man hier vielleicht noch. Ich vergesse ja, dass man noch vielleicht noch die paar Balljungen hier hinterm Tor hat. Normalerweise braucht man immer ewig schon 3 Tage, bis immer die Bälle wieder da sind. Was natürlich dann auch manchmal Schnittpausen von bis zu 10 Sekunden oder 10, 15 Sekunden hervorrufen können. Bei mir in meinen normalen Videos. Ja, da liegt jetzt ein Kosmonaut und die Gegentribüne hier regt sich gerade ein bisschen auf, während Engers jetzt hier wieder kommt. Und nächste Parade jetzt hier vom Torhüter, während der Kosmonaut da hinten immer noch liegt am Bildrand. Kosmos jetzt nochmal die Gelegenheit, sich das Spiel mal aufzubauen. Die eine Chance hatten sie ja jetzt schon vor 2 Minuten. Und Engers erobert hier den Ball. Das können sie selbst vielleicht mal wieder schnell machen, wenn es geht. Aber Foul wird jetzt hier von der anderen Seite wieder reklamiert. Also auch von den Zuschauern hier, wie sie Töne machen. Hier ist das auch ein Hin und Her, lustiges Hin und Her. Auch wenn es natürlich vielleicht wegen dem einen härteren und ernsteren Einsatz ist, aber sei es drum. Ja, das war ein Offensivfoul und da wollen es dann die Koblenzer wieder nicht einsehen, dass das hier jetzt abgepfiffen wurde. Ja, ich habe eben nur Schiedsrichter Markus Robert Fitzmeier, glaube ich, sogar gesehen. Der mich ja sogar in Bendorf bei dem Spiel gegen Gülz sogar erkannt hatte. Wenn er jetzt gerade hier wäre, dann hätte ich ihn ja mal nach einer Expertenmeinung fragen können. Und jetzt nochmal Engers, die jetzt hier offensiv vielleicht mal in Erscheinung treten können. So, Kosmos kann sich dann auch selbst gerade nicht befreien, denn Engers kommt sehr, sehr früh angelaufen. Auch solche Pässe können mal durchaus riskant werden, wenn Engers vielleicht mal ein bisschen anders positioniert ist. Aber in diesem Falle geht es nochmal gut und Kosmos Koblenz kann vielleicht mal kommen, aber dann kriegen sie es dann doch noch zu Safet Husic zurückgespitzelt. Kosmos Koblenz versucht ja auch wieder nachzusetzen und sie bleiben immer noch am Ball. Ja, da drehen sie einmal auf, aber auch das kriegt Engers geklärt. Ist einmal die hohe Flanke rein, die wieder mal rausgeschädelt wird, aber wieder kommt ein Koblenzer hier an den Ball. Und da wollen sie auf den Abschluss gehen über, ich glaube, Hoatam, der den Ball jetzt nochmal abgelegt kriegt. Alter, wieder so eine gute Phase von Kosmos gerade. Ja, und jetzt sind es die Koblenzer, die wieder hier den Freistoß fordern. Und den gibt es sogar.
Da kommt der Freistoß schon rein. Hatte ehrlich gesagt auf den Pfiff gewartet. Und hatte gerade sogar weggeguckt. Der Ball ist so ungenau. Und Engers kann vielleicht mal umschalten. Wenn sie sich hier ganz schlau anstellen. Aber Kosmos blockt es jetzt mal ab am Mittelkreis. Und wieder ist es ein Freistoß für die Kosmonauten. Da kommt da eine Freistoßflanke ran. Safet Husic schaut den Ball da hinten raus. Ja, und die nächste Flanke kommt da hinten in den Strafraum. Aber die Engerser haben da den besseren Zugriff als die Koblenzer. Und jetzt die nächste Chance, Kosmos Koblenz für viertes Heimtor in der Oberliga. Jetzt haben sie hier diese Ecke. Und da kommt es einmal zum Kopfball. Und ich glaube, das war der Pfosten sogar. Und damit verabschiede ich mich zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.